Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Full Day of Eating von mir. Ja, ich habe mir gerade eine Frisur verpasst, habe so ein bisschen die Haare gemacht. Da liegen auch noch Sachen im Hintergrund und wollte euch heute mitnehmen, was ich den ganzen Tag so esse. Ich wollte heute, falls der DHL-Bote noch es schafft zu kommen, aber ich habe eigentlich eine Benachrichtigung bekommen, dass die Ware ankommt, heute mit meiner Schwefelkur starten. Ja, ihr werdet es nicht glauben. Jetzt wurde ich auch dazu verleitet vom lieben Schubi. Folgt ihm gerne, verlinke ich euch. Das mal auszuprobieren, weil er eben sagt, das ist der ultimative Shit, wenn es um Darmreinigung geht. Ja, und Darmsanierung. Also nicht nur immer gesund essen, das ist ja super, super toll, aber auch mal sauber machen. Ja, ich stelle mir das so ein bisschen immer vor wie mit dem Kleiderschrank. Ich kann mir zwar nur noch gute Sachen kaufen und nur noch das, was ich wirklich trage. Aber ab und zu muss ich auch mal den alten Müll und den alten Mist mal aussortieren und quasi entsorgen. Und deswegen, ich bin super, super gespannt. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das schon ausprobiert habt und wie da eure Ergebnisse sind. Und ja, wir starten jetzt in den Tag. Ich habe mir die Haare gemacht, werde jetzt arbeiten, habe ein paar Coaching-Termine. Und danach werden wir schauen, was es so zu essen gibt. Ich nehme euch natürlich den ganzen Tag wieder mit. Ich freue mich, dass die Sonne jetzt da ist und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Wenn euch das Video zum Schluss gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Macht's gut, ciao, eure Lana. So, der DHL-Bote war gerade da und ich habe zwei Sachen mir bestellt, die wir jetzt mal zusammen auspacken. So, und zwar einmal vom Cashew Shop. Richtig, richtig gut. Das ist hier wirklich alles mit Liebe. Und ich habe mir zwei Sachen bestellt. Einmal mein geliebtes Cashewmehl. Ja, das ist fürs Bananenbrot einfach ideal. Und ihr glaubt nicht, wie viel Protein das auch hat. Ja, also ihr fragt mich ja immer nach Ersatz für Weizenmehl. Und zum Backen ist es für mich absolutes Cashewmehl. Schaut mal her, wir haben hier kaum Fett. Ja, wir haben zwar Kohlenhydrate, wir haben aber viele Ballaststoffe und wir haben vor allem auch Eiweiß. Ja, also das ist halt krass, fast 30 Gramm und Magnesium auch richtig, richtig gut. Das ist wirklich eine super, super Qualität. Natürlich alles ja, glutenfrei, Fair Trade und natürlich auch Bio. Und dann habe ich mir noch zum Snacken und für meine Dressings habe ich mir Cashewkerne bestellt. Und zwar diese Cashewbruch. Ja, und ich muss sagen, bei dieser Qualität vom Cashew Shop selber, da sind wenig Krümel drin, ne? Also das ist richtig gut. Und ja, fürs Dressing wird es ja eh zerkleinert. Und das ist wirklich eine super, super Qualität, ja. Also da bestelle ich jetzt schon zum zweiten Mal. Auch hier sind wir halt von den Werten richtig gut dabei, ja. Also auch hier Eiweiß 23%. Natürlich auch Fett, aber ja, wenig Kohlenhydrate. Muss man dazu sagen. Also das ist ein Kilo und da habe ich dann auf jeden Fall einen Vorrat da. Richtig gut, verlinke ich euch den Shop in der Infobox. Und dann das Zweite, was ich mir bestellt habe, ist was richtig Aufregendes. Ihr werdet jetzt gleich lachen. Aber die Lana wäre nicht die Lana, wenn sie nicht ständig sich am ja, Reinigen und Weiterentwickeln und Healthy Stuff ausprobieren wäre. Und hier haben wir jetzt vom Shop Vital und Fit mit 100. Ja, wir wären aber alle ja 120, ja. Also nur mal so nebenbei, aber 100 ja sowieso. Habe ich mir jetzt hier ganz viele tolle Sachen bestellt. Und zwar als erstes, das, wo ich gesagt habe, dass ihr lachen werdet. Ich mache eine Schwefelkur. Ja, also habe ich noch nie probiert. Hat mich der liebe Schubi darauf aufmerksam gemacht, dass ich das mal machen soll. Das wird meinem Darm und meiner Gesundheit noch mal ein Level weiterbringen, hat er gesagt. Und vor allem auch, mir geht es ja auch immer um Anti-Aging und Hautgesundheit. Und ihr wisst ja, Darm und Haut stehen, ja, in komplettem Zusammenhang. Hast du einen gesunden Darm, hast du auch eine gesunde Haut.
Da kann man sich nur verbessern. Und ich werde das Ganze in Kombination mit Kieselgur nehmen, was eben dann gleichzeitig die Giftstoffe auch super ausleitet, die der Schwefel löst. Ja, also da werden wir jetzt direkt heute anfangen. Und dann habe ich mir nur so ein paar Goodies bestellt, und zwar Spirulina. Und zwar ganz, ganz wichtig, also was heißt ganz, ganz wichtig, die Premium-Qualität ist halt die aus Hawaii. Und das habe ich mir jetzt in Pulverform bestellt. Das heißt, ich kann mir davon Gesichtsmasken machen und ich kann mir davon auch immer einen Esslöffel oder einen Teelöffel in mein Smoothie geben. Sonst hatte ich ja immer die Presslinge, die auch super sind. Die nehme ich auch nach wie vor. Aber zur Abwechslung für den Smoothie oder eben auch für Gesichtsmasken und Co. habe ich jetzt hier nochmal das Ganze pulverisiert. Dann Flohsamenschalen sollte sowieso jeder daheim haben, finde ich, wenn man mal irgendwie ein bisschen Bauchweh hat oder so, dann nehme ich das, obwohl das ja sehr, sehr selten bei mir vorkommt. Oder auch zum Backen ist es ein super Verdickungsmittel, ist halt ein Ballaststoffträger Nummer 1. Ja, also wer mehr Ballaststoffe haben möchte, einfach mal einen Teelöffel oder einen Esslöffel in den Smoothie geben oder ins Porridge, ins Frühstück. Und ihr habt eine Top-Verdauung. So. Und dann habe ich mir hier noch Himalaya-Kristallsalz bestellt. Hier richtig 1 Kilo Pack. Das heißt, ich bin dann hier ausgerüstet mit Salz, mit gesundem Salz. Werde ich mit Sicherheit auch mit meiner Mama teilen. Weil die geht nicht her und bestellt sich da extra irgendwelche Sachen und liest sich da ein. Aber sie hat ja mich als Tochter. Braucht sie auch nicht, deswegen. Ja, da freue ich mich drauf und wir starten jetzt direkt in den Tag mit dem anorganischen Schwefel. Einen halben Teelöffel würde ich jetzt mal anfangen, ja. Ganz langsam starten, nicht überfordernd. Und dann auch direkt die Kieselgur mit einem halben Teelöffel und dann direkt danach die erste Mahlzeit, ja. Also immer in Kombination mit dem Essen. Könnt es auch gerne dann 2 oder 3 Mal am Tag zu euch nehmen. Ich werde es bei der ersten Mahlzeit vor dem Essen nehmen und bei meiner Abendmahlzeit nach dem Essen, damit es ideal wirken kann. Ja, und wir starten durch. Also ein bisschen Angst habe ich ja schon, ne? Lest euch mal da die Testberichte durch im Internet. Grausam. Ich bin ja immer der Überzeugung, dass ich gesund bin und dass da nichts mehr passiert. Aber ich befürchte fast, dass dem nicht so ist. So, wir haben hier einen Teelöffel und den werde ich jetzt einfach so aufnehmen und danach das Wasser trinken. So, das war jetzt halb so wild. Ich weiß auch nicht, ob man das lieber im Wasser auflösen sollte. Oder so trinken sollte, das habe ich jetzt mal so gemacht. Schmeckt nach nichts, neutral. Also kann man machen. Dann geht es weiter mit unserer Kieselgur. Da mache ich jetzt genau das Gleiche. So. Naja, das war jetzt schon ein bisschen ekliger. War jetzt grenzwertig. Ich glaube, ich werde mir das morgen einfach im Wasser anrühren. Dann ist es nämlich, also es geht alles, ne? Also wir reden hier von nichts, was irgendwie absolut eklig ist, aber ist halt auch kein Genuss. Ja, so, ihr versteht, was ich meine. Und jetzt direkt danach gibt es meine erste Mahlzeit und zwar einen Smoothie natürlich. Wenn ihr euch fragt, was dieses Kieselgur ist, also das ist eine Kieselalge. Und die absorbiert Bakterien, Viren, Schwermetalle und entfernt sie, tötet effektiv auch Parasiten. Ja, und wenn die halt dann gelöst werden durch den Schwefel, der ist übrigens sehr, sehr rein. Hier von dieser Marke ist keine bezahlte Werbung. 99,9% Reinheit aus Naturrohstoff. Das ist also das, was ich euch empfehle von der Qualität her. Wie gesagt, alles selbst bezahlt. Und hier habe ich wieder meinen Standard-Smoothie, ja. Spinat, 2 Bananen, Ingwer, Wasser und ein bisschen was von der Gurke. Richtig, richtig cremig und lecker. Und dazu habe ich noch mein Omega-3-Algenöl dazu gegeben. Ja, meine Lieben, schaut unbedingt, dass ihr auf euer Omega-3-Level am Tag kommt. Entweder durch ein hochwertiges Algenöl, verlinke ich euch gerne in der Infobox mit dem perfekten AHA
und EPA-Gehalt oder aus einer anderen Quelle. So, und als kleinen Nachmittagssnack werde ich jetzt ein bisschen Rucola knabbern, Gemüse, mit einem leckeren Dressing. Dazu gebe ich Datteln. Ja, ich mache gleich mal ein bisschen mehr für die nächsten Tage auf. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Datteln. Und dann werden wir gleich mal hier die Cashews probieren. So, dann haben wir hier Cashew. Dann kommt natürlich Wasser immer dazu. Und die Würze eurer Wahl. So, ich habe jetzt hier also einmal Salz. Dann habe ich Pfeffer. Das ist schwierig mit einer Hand, das mache ich gleich. Dann habe ich hier Paprika edelsüß. Das passt auch immer richtig gut. Dann habe ich hier Apfelessig. Ein Schuss. Und dann kommt immer noch Kurkuma rein. Das habe ich hier frisch, weil das gebe ich mir ab und zu in den Smoothie. Boah, das ist so, so lecker geworden. Schaut mal, ich habe es auch noch so ein bisschen dickflüssig und mit Stückchen gelassen. Das mag ich nämlich richtig gerne. Also das ist ein Rezept. Ein bisschen was Grünes wäre vielleicht noch gut, so Petersilie oder so, aber das habe ich jetzt nicht da. Das ist aber auch super lecker. Und dann schneide ich mir jetzt einfach eine Rohkostplatte. Gurke, Paprika, dann habe ich hier Demeter-Möhren. Die gibt es dann auch immer in Lila. Nehme noch ein paar von meinen Tomaten, die da reifen, und noch ein bisschen was von meinen Salatherzen, und los geht's. So sieht jetzt mein Nachmittagssnack aus. Ich muss gestehen, ich habe nämlich auch nicht ganz so viel Zeit, weil ich gleich einen Coaching-Termin habe. So, und dann dippe ich das hier alles rein. Schaut mal. Köstlich. Einfach nur köstlich. Sieht viel aus, macht auch satt, durch die Cashewnüsse auch gesunde Fette dabei. Und in dem Dressing achte ich eigentlich immer darauf, dass so mehrere Komponenten abgedeckt sind. Einmal was Süßes durch die Datteln, einmal was Salziges, natürlich durch das Salz, oder man kann auch Sojasauce oder so nehmen. Dann einmal ein bisschen was Schärferes vielleicht auch durch den Pfeffer oder vielleicht auch ein bisschen Chili oder Paprikapulver, gibt es auch ein Schaf. Und dann einmal was Säuerliches, also entweder Zitronensäure oder in dem Fall Apfelessig. Und ja, dann hat man hier ein super, super leckeres Dressing. Und was ich auch immer noch als Basis nehme, da meistens ist eine Fettquelle, also entweder Avocados oder eben Nüsse oder Nussmousse. Und dann kann eigentlich ein Dressing niemals nicht gelingen. Ja, also in diesem Sinne, lasst euch gerne inspirieren und probiert das mal aus. Und ich lasse es mir jetzt ganz schnell schmecken. Guten Appetit. Und zum Abendessen gab es dann super leckere Ofenkartoffeln. Ihr seht schon, wie richtig lecker kross diese geworden sind. Das mache ich übrigens ganz häufig so, dass ich mir was Leckeres in den Backofen gebe und dann vielleicht nochmal für 30 Minuten, 40 Minuten arbeiten gehe. Das ist super easy. Man muss nichts umrühren, man muss nicht nachgucken, sondern man stellt einfach die Zeit, sich einen Timer. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, einfach Kartoffeln schneiden in Viertelchen. Und lecker, lecker würzen, und mehr ist das auch nicht. Und dazu gab es natürlich auch wieder was Grünes, und zwar einen Sprossensalat. Dazu habe ich hier diese Sprossen genommen, ein bisschen Zitronensaft drüber geträufelt, ein leckeres Öl noch dazu gegeben, und die Tomaten habe ich auch noch dazu gegessen. Also immer schön ballaststoffreich, meine Lieben. Vielen Dank fürs Einschalten. Seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei am Sonntag zu einem neuen Full Day of Eating. Macht's gut, ciao. Eure Lana.